Leute, was geht? Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen auf meinem zweiten Kanal. Wir haben einen Podcast mit dem Piro Hunters hochgeladen, also mit Nick Hein. Und nach diesem Podcast habe ich mir auch sehr viele Videos von ihm reingezogen. Die waren auch wirklich sehr gut. Und das Besondere bei ihm ist ja, er lädt sie nur einmal im Monat hoch. Und ja, das werden wir uns auf jeden Fall geben. Ist sehr unterhaltsam. Das machen wir jetzt. Zum ersten Mal auf diesem Kanal. Los geht's. Wir haben einem wirklich bösartigen Piro eine gewagte Falle gestellt. Und es ist absolut eskaliert. Was ist die Kamera da? Wie hast du denn was gehabt? Willst du hin? Ich mag es nicht, gespoilert zu werden, ja. Ich erwarte mal ein bisschen von euch, falls ihr seinen Kanal noch nie reingezogen habt, dass ihr wisst, was die machen, ne? Die geben sich immer als Jünger aus und versuchen Leute zu connecten, um die dann in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Und ich finde das sehr gut, Digga. Ich finde das wirklich sehr gut, dass sie das machen. Ja, deswegen, wir reagieren jetzt drauf und los geht's. Mal gucken, wie es auf YouTube bei euch performt. Hallo, ich bin Nies. Ihr kennt mich bestimmt schon vom letzten Video. Und heute möchte ich auf den neuen Fall eingehen und nochmal genauer beschreiben, was diesen Fall so bösartig macht. Er hat damit versucht zu punkten, dem Kind Liebe zu vermitteln. Ich habe immer einen Platz für dich, bin ja dein Freund. Dieser Mann ist verheiratet gewesen und vermittelt einem kleinen Mädchen, dass sie ja eine Beziehung haben. Ich bin ja dein Freund. Aus Ich bin ja dein Freund wird irgendwann, würde dich gerne machen, damit du spürst und merkst, wie lieb ich dich habe. Er verbindet. Das ist die bittere Wahrheit, Jungs. Da müssen wir jetzt durch. Und hier sind auch viele Jugendliche dabei, die diese Videos zuschauen. Bitte achtet immer auf eure Geschwister, mit wem sie schreiben oder was sie machen. Ich weiß, es ist vielleicht bei euch ein bisschen zu hart. Und ich sage euch, ey, ich mag so einen Content nicht, weil mich das sehr aggressiv macht, Digga. Ich sag's euch, wie es ist. Aber es ist wichtig, solchen Leuten eine Reichweite zu geben. So weiß ich meine, es ist wichtig. Er verbindet Liebe mit Sex. Er möchte dem Kind sagen: Hey, das ist super, wenn du mit mir schläfst, weil wir lieben uns ja. Willst du noch mit mir zusammen sein? Also hier ist nicht mehr nur ein Freund, sondern wirklich eine Beziehung gemeint. Zumindest denkt das Kind das. Ja, wieso, hä? Frag nur, hab halt Angst, dich zu verlieren. Er möchte die Bindung zu... Ich werde es nie verstehen, Bruder. Ich werde es wirklich nie verstehen. Es kotzt mich an, ohne Witz. Im Kind stärken, indem er angeblich... Machst du wirklich mit den Hunters ein Video? Nee, ich hab's einfach so gesagt. Ich lüge einfach. Ich liebe Jan. Werd erwachsen, Bruder. Wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Wenn die mich wollen, dann mache ich mit. Ängste zeigen. Alles, was dieser Mann möchte, ist Sex mit diesem Kind. Umso näher es ans Treffen geht, desto mehr versucht er, dem Kind seine Gedanken aufzudrängen. Was würdest du machen, wenn ich bei dir wäre? Ich weiß nicht. Wie würdest du es finden, wenn ich jetzt bei dir wäre? Das ist der Anfang davon, zu erklären, hey, ich will bei dir sein. Und später kommen dann Sachen wie, wenn ich mit dir im Bett liege, wenn wir uns küssen, wenn wir kuscheln, damit das Kind einfach schon mal drüber nachdenkt. Also wie gesagt, das Prinzip der Videos habe ich schon lange verstanden und dass es eklat ist und dass sie halt versuchen, wie auch immer, das Mädchen dahin zu locken, wie auch immer, weiß ich meine? Das versteht man ja. Für mich ist es immer actionreich dann zu sehen, wie die den packen und wie die ihn packen. Deswegen, ich skippe jetzt ein bisschen. Wie er schreibt und so, ist sehr ekelerregend. Das wissen wir, dass die Leute krank sind, ne? Und jetzt legen wir einfach los, würde ich sagen. Ich, in dem Moment, wo ich mit ihm auf das Uber gewartet habe, ins Auto einsteigen, war nicht sein Plan. Er wollte direkt mit mir losfahren, zu mir nach Hause, denn dort waren ja meine Eltern nicht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Kinder, seid unterwegs und ein Mann kommt in euer Haus, um euer Kind zu brauchen. Wie er geschrieben hat, er hat sich sehr liebevoll, verständnisvoll gegeben, dem Kind ein gutes Gefühl vermittelt. Und in Wirklichkeit war es einfach ein kleiner Assi. Innerlich wie äußerlich. Das Kind schreibt, hey, ich mache mich extra schön für dich. Wie taucht er auf? In dreckiger Jogginghose, Bordschuhen, die abgeranzt sind. Und Leo hat er auch nicht benutzt. Kleiner Digga, Bakwalla. Ah, ich will hier nicht für Gewalt aufrufen und so, aber ihr wisst, wie ich sowas. Digga, ich kann sowas gar nicht. Deswegen habe ich Angst, Kinder auf die Welt zu setzen, ne? Ohne Witz, Bruder. Also jetzt ohne Spaß. Weil man muss ja mit der Zeit gehen. Handys und so sind normal. Aber wer weiß. Ach, Mann, ey. Ich denke, wir sind uns einig, dass dieser Typ wirklich eine gesalzene Abreibung verdient hat. Ja, wir haben uns deshalb folgenden Plan überlegt. Der glaubt, dass die Eltern von Denise, Codename Sabrina, von der er übrigens glaubt, dass sie 12 ist, nicht zu Hause sind. Dieses dreiste Arschloch hat doch dann prompt vorgeschlagen, mit Sabrina zu ihr nach Hause zu fahren, um sie dann im Wohnzimmer ihrer Eltern zu entziffern. Sabrina konnte ihn jedoch überreden mit... Digga, allein diese... Mir fehlen die Worte einfach. Wie auch in der Broadcast-Folge. Mir fehlen einfach die Worte. Ihr vorher zu McDonald's in einem Uber zu fahren, weil Uberfahrten richtig Spaß machen. Unglaubliche Abenteuer. Du bist ein... Bamme! Und wenn er erstmal einsteigt, beginnt die Horrorfahrt quer durch Hannover. Zunächst werden die beiden also von einem Spezialuber abgeholt. Achtung, Kriminelle hassen diesen Trick. Von da geht es dann zur Station 2. Dort wird Hassan dazu stoßen. Dieser wird aber in die Rolle des furchtlosen Wrestling-Profis Helmut Schacho schlüpfen. Einfach Rey Mysterio, Bruder.
Gracias. Bevor der Pino realisiert, was überhaupt los ist, sitzen bereits drei Hunters mit ihm im Auto. Auf der Fahrt wird El Muchacho dann die ganze Zeit von seinem bevorstehenden Kampf gegen seinen Erzfeind, den Wikinger, erzählen und immer sehr aufwendige Videos, ne, mit einigen Animationen und so, ist schon hart, wieder betonen, wie sehr er ihn hasst. Auf dem Weg Richtung Innenstadt wird Denise dann plötzlich sehr, sehr schlecht werden. Das hat zur Folge, dass sie nun bittet, vorne sitzen zu können. El Muchacho muss dann natürlich nach hinten und das hat einen ganz bestimmten... Die werden den jetzt f***en, Alter. Hab ich Bock drauf. Gut. Denn von da geht es dann zur nächsten Station, wo ein Überraschungsgast wartet. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wer. Wie gesagt, hab ich schon ein paar Folgen gesehen, der ist schon witzig. Aggressionsproblem. Ich will Blut sehen! Bevor der checkt, was überhaupt los ist, sitzt er bereits zwischen den Todfeinden und die traumatisierende Fahrt zur letzten Station beginnt. Dort wird der geil, richtig geil, dann konfrontiert und von da einfach Pranks mit Message, sein Vater und so Angstmacherei und so, das verdienen diese Leute wirklich. Es ist dann auch nur noch ein Fußmarsch bis zum Landeskriminalamt der Stadt Hannover. Das ist zumindest der Plan. Jetzt wird's spannend. Genau das ist das, wo ich skippe immer ein bisschen den Anfang, also auch wenn ich privat gucke. Genau das ist das Krasse. Aber so wie er es macht, das ist schon so Fernseh-like. Mit erklären ist das. Guck mal, Umarmung, okay. Der ist voll klein. Der ist so groß wie der Nies. Der ist größer. Okay. Kleiner Pisser. Wo denn? Von wem? Von ihm, gerade hergekommen. Ah ja, wir stehen halt hier. Und? Ich bin auch noch voll doof, weil ich ja von Nick die Videos nicht kannte. Wusste ich nicht, dass das deine Frau ist. Und ich meinte so, ey, wenn du nicht vor der Kamera gesehen werden willst, setz dich mal dahin und so. Also hinter die Kamera. Aber sie macht selber in den Videos mit. Normalerweise hätte sie das auch sitzen können. Ich muss eigentlich so zwei Mikrofone nehmen und dann debattieren mit drei Personen. Also mit zwei weiteren. Das wäre schon krass, oder Chat? Also es könnte cool kommen eigentlich. Aber ich bin doch der Unterbrechungsking. Mal gucken. Okay. Steht Denise da, wo wir ausgemacht hatten? Ja. Alles klar. So, ich komme jetzt. Ja, die stehen da. Wo steht ihr? Wir stehen dahinter, vor der Einfahrt. Aber auf der Straße. Okay. So, jetzt bitte auf stumm. Hörst du uns? Der kleine Hund. Der hat bestimmt irgendwas mitstecken. Ja, ich meine ganz ehrlich, wenn du dich mit einem 12-Jährigen treffen würdest, du wüsstest, dass das strafbar ist. Sabrina! Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr eine Situation hunderte Male durchgegangen seid und dann seid ihr in dieser Situation und irgendwie merkt ihr, das geht total in die falsche Richtung? Kenn ich zu gut, leider. Genau dieses Gefühl hatte ich, als der Typ eingestiegen ist. Als er mich gesehen hat, der hatte schon so einen Blick drauf. So, ich weiß nicht, ob er mich erkannt hatte oder ob ihm einfach nicht gefallen hat, wie ich ausgesehen habe. Aber ich hatte das Gefühl direkt, irgendwas stimmt nicht. Als er dann in das Auto reingekommen ist, hat er dreimal sich so richtig im Auto umgeguckt. Also nicht normal. Er hat sich alles genau angeguckt und hat direkt in die Kamera geguckt. Und da hatte ich eigentlich schon das erste Mal fast schon die Gewissheit, dass das nicht, also dass unser Plan so nicht funktionieren wird. Habt ihr einen Uber bestellt? Habt ihr einen Uber bestellt? Ja. Dann seid ihr das und steigt ein. Ah, stopp. Ah, sorry. Oh. Maske? Was? Ich schreibe ihn wegen Maske. Sorry. Wegen Maske? Ja, wegen der Maske, dass ich aufsetzen kann. Ich fahre mal hier direkt raus. Jetzt wird spannend. Das, ey, leck mich in den Tisch. Alter, ihr habt euch den besten Tag ausgesucht, wa? Wieso? Ja, heute ist richtig viel los. Du hast ja, heute ist Hannover, glaube ich, spielt da, oder? Ja. Ich glaube, ja. Sag mal, ich schaue nicht zum Fußball. Du hast eine Sammelfahrt bestellt, ne? Ich habe gar nichts bestellt. Ich dachte, das ist ja eine normale. Okay. Weil ich habe eine Sammelfahrt. Das heißt, das ist jetzt noch andere. Ist das schlimm? Krass, ich wusste gar nicht, dass man bei Uber Sammelfahrt machen kann. Das heißt, es wird günstiger, weil mehrere Leute einsteigen, ne? Ja, logisch dann. Halt einmal der Bauchgänger weiter. Das kann man jetzt leider nicht mehr ändern. Der nächste Fahrgast ist eigentlich auch schon hier vorne. Das sind ja nur ein paar Minuten. Ihr wollt noch zu McDonald's, ne? Genau. Ja, ist ja kein Ding. Der kann dann hier vorne einsteigen. Der müsste eigentlich
Alter, heute ist vielleicht ein verrücktes Wetter hier. So. Ahla Rey Mysterio, Ahla 619. Das ist zu meiner Sicherheit, das machen wir immer, Uwe. Die machen wir aber aus, wenn wir... Mahlzeit! Ja, wenn du der Hassan? Ja. Ja, dann komm rein. So einfach. Was zur Hölle? Das ist die Strom, Mann. Auf der rechten Seite. Du hast eine Maske an. Du, ich muss hier zu den Wäschern gehen, da hat mein Auto natürlich abgelassen. Geil. Zum Kampf. Du bist ein Wichtling, oder was? Ja. Mein Erzfreund. Der Wichtling. Warte mal, du machst bei der Veranstaltung mit, oder? Ja, ich sehe das schon. Du musst, glaube ich, anschnallen. Ich hasse den Leben Maß nicht. Übrigens, wenn euch irgendwie zu kalt oder zu warm ist, sagt ihr Bescheid, ja? Scheiße. Was, du kämpfst gegen den Viking, ne? Ja. Du bist der Nächste! Ist das eine ernsthafte Frage? Die machen halt Comedy und Erniedrigung auf ganz hohem Niveau. Frage, ist Wrestling eigentlich echt oder ist es gestellt? Hast du auch einen Finisher-Move oder sowas? Ja. Dann hau ich die auf den Boden. Hassan der Albaner. Der Wikinger. Wikinger habe ich glaube ich schon mal gehört. War der nicht im Bau gewesen? Das ist ein Deutscher, oder? Ich weiß, das ist ein kleiner, aber. Man muss ja auch mal was Gutes machen. Ne? Der, was soll ich dir sagen? Der hat irgendwie sich so ein Kind geschnappt und dann den platt gemacht. Jetzt geht's los. Jetzt gehen die Psyche von dem Typen da hinten rein. Sehr gut, Digga. Genauso wie ich das. Nachdem Hassan die Geschichte von dem Kinder auch nur erwähnt hat, droht die gesamte Situation zu kippen. Wir wissen es noch nicht. Aber jetzt kann man schon einen Countdown runterzählen, bevor es eskaliert. An einer Stelle guckt er vorne aus dem Fenster raus und man merkt, wie er bereits versucht, seine Flucht zu planen. Er versucht abzuhauen, er hat es gecheckt. Ins Hinterher. Krass, hatten die noch nie davon, ne? Dann noch erzählt, dass sie während der Fahrt bemerkt hat, dass er mit seiner Hand die ganze Zeit am Türgriff so rumgespielt hat und sie das Gefühl hatte, dass er gleich während der Fahrt schon aus dem Auto versucht rauszuspringen. Hat sich dann aber wohl anders überlegt. Ja, mit der Maske ist doch ein Plan drin. Natürlich, er da, natürlich. Krass. Ja. Also heute hält man ihn trotzdem zur Schnecke, das kannst du glauben. Was hast du gesagt? Warum ist sie schlecht? Muss ich kotzen oder so? Aber meine Tochter hat sowas auch manchmal. Die muss immer kotzen. Wäre das in Ordnung? Ich komm zu meinem Event. Ja, warte, dann fahr ich hier kurz ran. Ach, shit, ey, ihr macht mich verrückt hier. Warte kurz. Ja, tut mir leid. Es war aber auch ein bisschen zu auffällig, ne? Mit Maske und so. Bokulich Kardelar, Digga. Leid. Guck mal, er hätte jetzt auch abhauen können, ne? Dann wäre alles vorbei. Jetzt bin ich nach vorne. Ist ja nicht weit, ihr seid gleich schon da, ne? Aha, er will sogar abhauen. Er haut ab? Aha! Ich wollte schon sagen, Bruder. Es gibt im deutschen Gesetz einen Paragraphen, der besagt, wenn jemand eine Straftat begeht, dann hat der Bürger, also wir, das Recht, denjenigen vorläufig festzuhalten, um ihn dann der Polizei zu übergeben, damit seine Identität festgestellt werden kann. Der Typ hatte den Plan, ein Treffen mit einem 12-jährigen Mädchen in die Tat umzusetzen und war gerade dabei. Mann, Alter, ich wollte diese Ernährung und Bloßstellung, wenn die anhalten und dann, Mann ey, so waren die anderen Folgen immer. Das ist mir zu schnell ab, Mann! Und wir haben ihn dabei quasi gestellt und wollten ihn ja zunächst erst ohne sein Wissen zur Polizei bringen und bei dem Fluchtversuch haben wir ihn dann festgehalten. Rein rechtlich gesehen absolut einwandfrei und das können wir auch sagen, wir sind dafür nicht... Ja, bloß eine echte Situation, kannst du nicht mehr... Ja, safe, safe. ...nicht strafrechtlich belangt worden. Wir wollen das nur direkt festlegen, bevor jetzt irgendwelche Hobby-Anwälte wieder versuchen, uns in den Kommentarspalten in den Knast zu schreiben. Ja, also... Alles, was passiert ist, war rechtmäßig, es wurde niemand verletzt, nichts ist passiert. Und auch wenn es so aussehen mag, als hätten wir ihn da hinter dem Auto quasi durch die Luft geschleudert und zu Boden gebracht, das war aber nicht so. Was wirklich passiert ist, zeigen wir euch am Ende der Folge.
Okay. Was steht da? Würde ich küssen von heute ab. Ja, okay, aber ist das Sex? Was ist denn das? Mit einem 12-jährigen Mädchen? Ja, bist du 12? Hast du das nicht geschrieben? Wusstest du nicht, dass sie 12 ist? Was steht hier? Was steht hier? Natürlich weiß er das, der kleine Wichser, Alter, Wallah. Ich bin eigentlich. Was hast du geschrieben? Ja, was hast du denn geschrieben? Ja, das, was da steht. Was steht denn da? Ja, das. Soll ich es vorlesen? Ja, ich hab nichts gegen dein Alter. So, gestern. Weißt du, was du gestern geschrieben hast? Weißt du das noch? Ja. Was hast du denn geschrieben gestern? Ja, mit Treffen, Alter. Orgasmus, kann man das auch nennen. Eigentlich wäre es. Ekelhaft, Bruder, es reizt mich gerade. Ich werde wieder mies aggressiv, ich schwör's dir. Sich nun strafbar wegen dem Altersunterschied. Ja. Wusstet ihr, Digga, dass Deutschland die viertgrößte Rate, was Pädophilie angeht? Deswegen, vorsichtig sein, Leute, wirklich, das ist kein Spaß. Ja, willst du trotzdem? Nein. Warum fragst du sie das? Ja, was steht da? Weil ich es gesagt habe. Ich hab's jetzt auf du gewesen. Fragst, ob sie trotzdem will. Das steht da, oder was steht da? Ja, das ist nicht schön. Du sagst dir, die soll nichts dazu sagen. Ja, du machst. Hat er da gerade etwa zugegeben, dass er wusste, dass das strafbar ist? In der Rechtsprechung nennt man so etwas Vorsatz mit Wissen und Wollen. Ja, weil es strafbar ist, genau. Du hast die Maske übrigens noch an. Du hast die Maske übrigens noch an. Hier, was ist das hier? Kondome, kann ich ja kaufen. Vielleicht, nicht. Aber. Was steht da? Ja. Was steht da? Ja, vielleicht leg ich. Und aber. Mit 12-jährigen. Ja, das war scheiße von mir. Ich weiß, mit 12. Ja. Digga, würde ich das auch wieder nicht sehen, würde ich das gar nicht so. Digga, mir. Also wirklich. Hast du Bescheid gesagt, dass sie herkommen sollen? Ja. Team 2 hat gerade erfahren, dass es einen Zwischenfall gab. Hat aber keine Ahnung, was genau passiert ist und fährt schnell wieder zurück. Das ist, glaube ich, da, wo ihr schlecht geworden ist. Oh, Jonas, chill doch mal, Bruder. Brauchst du nicht Beleidigung in den Chat? Ja, er ist ein Scheiß, aber ihr dürft doch nicht in meinen Chat einfach Beleidigung schreiben, Bruder. Ich muss doch den Chat im Griff haben. Du machst direkt das Handy an. Ja. Wir wissen nicht, was da los ist, ne? Ja. Soll ich mal hinrennen oder was? Ja, hier ist um die Ecke, vorne links. Musst du mir dann sagen? Nein, das ist nur für unser eigenes. Nee, wegen der Kamera. Was macht das mir scheißegal? Was willst du jetzt machen? Ja, was will ich jetzt machen? Ja, gar nichts. Du bist jetzt im Bau. Warum gehe ich im Bau? Ja, weil wir jetzt die Polizei gehen. Ja, ja. Aber warum im Bau? Ja, das wird die Polizei entscheiden. Ja, aber ich habe doch nichts gemacht. Na, du wolltest das kriegt die Polizei. Ich brauche nicht. Ich musst du mir dann sagen? Also ich finde es nice. Und die Girls, die ich bis jetzt gekriegt habe, fahren ja, das ist ja auch so. Die Wahrheit dürfen wir sagen. Die Wahrheit darf man sagen, du kleiner Sohn. Wallah, ich wollte nicht beleidigen, was ein Ruhe. Das Mädchen ist 12 Jahre. Aber da habe ich doch nichts gemacht. Aber du wolltest. Auch nicht. Wir weiß es nicht. Nur weil ich es geschrieben habe. Ja, genau, weil du es geschrieben hast. Er ist doch mit dir auch getroffen, Alter. Ist der doof oder was? Die tun immer so oft doof, diese Das ist unglaublich, ne? Du gibst doch zu, dass es geschrieben hast. Ja, aber nicht, dass ich es machen würde. Doch, das steht hier. Ja, schreiben kann ich viel. Magst du mal deine Mutter streichen und gucken, wie das Gefühl ist? Ja, ist alles scheiße. Aber ob ich es dann auch wirklich gemacht hätte. Für was war hier? Zum Treffen allgemein bloß. Aber nichts, das wird, ist nichts passiert. Da hätten wir aber anders treffen können. Komm ein bisschen näher. Ich lasse Aufnahmen leicht. Was passiert? Er hat zweimal jetzt schon versucht auszubüchsen. Guck mal, er versucht immer noch zu, ne? Du wolltest eben schon abhauen und du bleibst jetzt auch da. Im Anschluss kam eine sehr motivierte Streife und der Täter wurde ohne große Umschweife festgenommen. Übrigens kannten die Polizisten uns und auch das Format. Die Beamten Stark. Des Kriminaldauerdienstes waren auch sehr motiviert und gaben uns ein gutes Gefühl, dass der Pio in guten Händen ist. Gut, aber ey, wirklich ein sehr starkes Format, sehr starkes Video, Nick Hein, sehr sympathischer Typ auch. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich bereue es ein bisschen, dass ich die Folgen nicht schon vorher auf YouTube gesehen habe und dass der Chat mir nie vorgeschlagen hat. Ey, guck, hat keiner gesagt. Da gab es wirklich 3, 4 Folgen, die ich gut hatte, die waren Hammer. Hoffen wir mal auf die bessere Videos auch, ne? So, natürlich hoffen wir, dass es nicht so viele geht, aber es wird so oder so passieren. Und dass ich mal vielleicht bei einem Ding mitmachen kann, wäre auch hart.
So, kleiner 1,70-Typ. Komm mal her, kleiner Hund. Hätte ich Bock drauf, Alter. So, wenn ihr heute auf weitere Mikhail-Videos reagieren sollt, dann gebt es wieder einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. War es für euch spannend oder nicht? Das muss ich jetzt anhand dieser Reaktion sehen. Dementsprechend machen wir dann weiter damit, weiß ich mal. Danke fürs Einschalten, pass auf euch auf.